Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deponia, The Complete Journey auf meinem Kanal. Und wir spielen weiter. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt diese Espresso-Maschine demoliert und dafür haben wir eine lecker Schmacko-Fatz-Espresso bekommen. Ich freue mich, ich freue mich. Und das Blaserohr darf man natürlich nicht vergessen. Wir gehen natürlich sofort los. Das sieht so schön aus hier. So, hallo Hanik, da sind wir wieder. Chaos zu verbreiten. Und jetzt gehen wir... Genau, wir gehen erstmal zu Toni. Und werden sie erstmal piesacken mit dem Pizza. Und gucken, was passiert. Dürfen gespannt sein. Wenn Rufus heute noch ankommt. So. Nein. Gut, das war jetzt meine Schuld. Okay, und da ich so misstrauisch bin, das tut mir so leid. Tut mir so leid. Aber wegen dem Ton muss ich echt gucken. Andauernd weniger reden, mehr gucken. Einstellung. Alles klar. Und Entwickler ist auch ausgeschalten. Noch. Gut, jetzt aber. Toni, hi. Wir gehen wieder raus. So, einmal raus. Dibbeldi-dip, dibbeldi-do. Und dann Doppel-D. Einmal und... Au! Was zum... Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Tihi. Oh Mann, ich freue mich so. Sehr gut. Rein jetzt, rein jetzt, rein jetzt. Los, 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 los. Hallo, Toni. Na, was geht? Können wir jetzt vielleicht die Coupons kriegen? Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Ja? Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht meinen... Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Rufus, du hast diese Wirkung wieder zunichte gemacht. Ich bin stolz auf dich. Aber dafür haben wir Coupons. Gut, also. Oh, wir haben den Trichter noch. Sehr gut. Und jetzt den extra starken Kaffee. Den bringen wir jetzt sofort. Mit einem Doppelklick. Weil wir es eben können. Zu... Oh, wer ist denn da? Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine... Ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Oh, ich bin wieder dran. Ups. Okay. Ja, nö, Leute. Also ganz im Ernst, wir haben jetzt zu viel rumgeschisselt. Ich will diese Frau.
Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Langsam nervt mich der da. Ich darf ihr das also nicht geben. Dann das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Nochmal. Was soll das werden? Das ist Medizin. Hm. Und wer ist hier der Arzt? Du. Was soll das werden? Das und wer ist du? Ich dachte mal, wir probieren es einfach nochmal. Gut, das hat ja weniger gut funktioniert. Mist. Ich habe immer noch einen Dietrich, ich habe immer noch die Wünschelrute. Kann ich dir jemanden in den Popo stecken? Dir zum Beispiel. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Na gut, dann reden wir einfach mit den Leuten. Hi. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Ach so, ich dachte, was macht er denn? Nippelfummeln, oh. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Guck mal, da der Popo. Wenzel. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gohl aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Gohl, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Gohl. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Ihr werdet alles sehen und dich, Wenzel, mag ich langsam echt nicht mehr. Ja, will ich mal gesagt haben. So, sag Dr. doch mal. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Hab ich. Ich hab den Kaffee. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuerdieb. Wir müssen irgendwo Feuer legen. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also. Das war mal schon Feuer? Unmöglich. Das hätte meine Brandschutz. Sie haben eine eigene Brand. Ja. Das war mein letzter. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich. Das haben wir schon auch. Gehört. Das haben wir schon gehört. Acht Kerzen, Diebstahl? Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert! Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur alt, ein kleines Dorf wie Kuwak, sollte ja. Man zumindest seit deinem achten Leben... Ja, ja. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Dankeschön. So, tja. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken, wirklich gar nichts. Wir haben doch den Kaffee mal 1000. Wir haben ein Handschweißgerät. Guck mal hier, das haben wir geklaut. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung. Und dabei geht... Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man nicht mitmischt. So, da. Er hatte sie lange genug. Stimmt. Na gut, wir können jetzt mit Gohl leider überhaupt nichts anfangen. Und wenn ich jetzt den Trichter so plupp, in den Mund reinstecke? Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Ja. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Wie? Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Wenzel, hast du nichts zu sagen? Nein, hat er nicht. Gut, dann hat nicht Natotitum. Kann ich dir alle natotitieren? Gizmo hat meine Philosophie und dabei... Naja, okay. Kann ich nicht mal. Aufschreien kann ich sie auch nicht. Ich versuche mal ein Feuer da hinten zu legen. So. Oh! Was
klappt das sogar. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Rufus, nein! Nein, das kannst du doch nicht machen! Naja, andererseits... Andererseits können wir ihr den Espresso jetzt geben. Vielleicht. Nicht da, Rufus! Nicht da! Finger weg von der Illusionerin, Rufus! Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Nix da, Rufus! Sie gehört... Finger weg! Aber da gehört... Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Doch. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Ja, okay, dann muss ich den noch loswerden und den da. Du hast eine Zipfelmütze. Und du weißt ja, wo du wohnst. Oh, voll die Drohung. Ich weiß, wo du wohnst. Den lassen wir da jetzt nicht raus. Also Trichter und Kaffee. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja, in Golds Mund, wenn die beiden Affen da wechseln. So, jetzt laufen... Halt, stopp, Abbrot! Rufus, da ist doch was! Nimm's mit! Nimm's mit! Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Nimm's mit! Wunderbar! Na, endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Das macht Spaß. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Ja! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Ja, das soll ich auf jeden Fall jetzt machen. Nicht. Niemand verlässt den Tatort. Toll. Ich muss also mit diesem Ding jetzt hantieren. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Bürgermeister, in die Hose da. Guck mal, in die Tasche. Ah. Oh. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha! Da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Boah, es ist nervig. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Ja, Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Und jetzt? Na und? Kaffee? Sie sind trotzdem gefeuert. Genau. Ich war das. Rufus?
alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Jetzt auf einmal dürfen wir mit ihr sprechen. Jetzt auf einmal. Warum lagen wir überhaupt auf dem Boden und die gemütlich im Bett? Mann, wie unfair. Mäh, ich bin der Rufus. Mäh. Aber manchmal hast du echt recht. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ja, Baby. Gute Idee, so fängt man definitiv an. Die kannte ich überhaupt nicht. Aber hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Nee.